Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu meiner Website Biodynamische Psychologie und Körpertherapie. Heute möchte ich ein bisschen darüber reden, wie sich die biodynamische Psychologie entwickelt hat. Die biodynamische Psychologie wurde begründet von der norwegischen Psychologin und Physiotherapeutin Gerda Boyesen. Gerda Boyesen hat in einem psychiatrischen Krankenhaus in Oslo gearbeitet und zu dieser Zeit bestand die Physiotherapie, das war in 40er Jahren, Anfang der 50er Jahren, ausschließlich aus Körpermassagen und manueller Körperbehandlung. Und außerdem war in dem psychiatrischen Krankenhaus die Physiotherapie personell getrennt von der analytischen Therapie durch einen Psychiater. Das heißt, zuerst wurde physiotherapeutisch behandelt, um den Patienten für die Behandlung durch den Psychiater auf der Couch praktisch fertig zu machen, ja, bereit zu machen. So, Gerda Boysen hat zu dieser Zeit mit Physiotherapie an einem psychiatrischen Krankenhaus gearbeitet und hat gleichzeitig Psychologie studiert und eine reichianische Lehranalyse bei dem Reichsschüler Ola Ragnes in Oslo gemacht. Dazu und was das zu tun hat mit der biodynamischen Psychologie später, das werde ich noch erklären. Nun zurück zur Physiotherapie. Also die Gerda hat da relativ rigide psychiatrische Patienten auf dem Behandlungstisch gehabt und physiotherapeutisch, sprich Massage, behandelt. Und nach dieser Behandlung haben diese Patienten sehr, sehr starke vegetative Reaktionen gehabt. Das heißt, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Übelkeit, Durchfall, Erbrechen, starkes Schwitzen und so weiter und so fort. Danach ging es ihnen aber besser und sie konnten dann durch den Psychiater sehr gut analysiert werden. Nur was halt störend war, waren diese sehr starken vegetativen Reaktionen. Und Gerda hat sich dann überlegt, ob man diese guten Behandlungserfolge nicht auch erzielen kann, ohne dass es so starke vegetative Abreaktionen gibt. Und ihr ist aufgefallen, dass ganz bestimmte Patienten während der Behandlung starke Gluckergeräusche im Darm hatten, also dass da die Darmperistaltik sehr stark in Gang gekommen ist und wenn das der Fall war, dass es dann zu keinen starken vegetativen Abreaktionen gekommen ist und es den Patienten trotzdem besser ging und sie bereit für die psychoanalytische Behandlung durch den Psychiater gewesen sind. Also gut, hat die Gerda dann ein bisschen mehr drauf geachtet, hat ein Stethoskop benutzt, um die Darmgeräusche abzuhören und hat durch jahrelange Arbeit mit ihren Patienten festgestellt, dass der Darm nicht nur eine nahrungsverdauende Funktion hat, sondern auch eine stressverdauende Funktion. Du kennst mit Sicherheit die Tatsache, dass es sogenannte Stressdurchfälle gibt,
Davon rede ich. Also gut, Gerda fing an, mit dem Stethoskop zu arbeiten und hat die Theorie der Psychoperistaltik entwickelt. Und diese Theorie des Bauchgehirns wurde von Gerson und anderen in der Zwischenzeit auch lange nach dem Tode von Gerda 2005 wissenschaftlich bestätigt. Das heißt, die Darmwand enthält tatsächlich mehr Nervenzellen als das Gehirn. So wurde die biodynamische Massagebehandlung ein fester Bestandteil der biodynamische Psychologie und Gerda fing dann auch an, die körperliche Behandlung mittels biodynamischer Massage und die psychologische Behandlung, die psychoanalytische Behandlung in Personalunion zusammenzuführen, die biodynamische Massage und Körperarbeit war geboren. Gleichzeitig war Gerda inzwischen mit ihrer Lehranalyse bei Ola Ragnis fertig und wurde dann auch parallel zu ihrer Arbeit in diesem psychiatrischen Krankenhaus zur reichen Analytikerin ausgebildet und wir haben inzwischen Anfang der 60er Jahre und da ging Gerda dann nach London und hat ihr eigenes Institut gegründet und dazu dann später mehr. Wenn Sie Interesse haben an einer biodynamischen Therapie bzw. einer biodynamischen Massage- und Körperbehandlung, rufen Sie mich bitte an. 0621 32 68 86 90. Ich wiederhole 0621 von Mannheim, dann 32 68 86 90 und dann können wir gerne einen Termin für ein vorerst kostenloses und unverbindliches Erstgespräch ausmachen. Falls Sie weiter weg wohnen, also weiter als Rhein-Neckar-Raum, dann können Sie auch Blocktherapie machen. Blocktherapie, das sind 3 bis 4 Tage am Stück mit je 90-minütigen Sitzungen am Tag. Wenn Sie Fragen dazu haben, rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail bertold-schlegel@yahoo.de. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Bis bald. Tschüss.